Ja, hallo allerseits. Gibt es nochmal einen Live-Bericht? Wir haben in Santa Maria gerade abgelegt, unsere Vorräte, Wasser und Diesel nochmal aufgefüllt und jetzt geht es auf in den Norden. Als erstes müssen wir da die Straße von Otranto passieren, aber bei den Windverhältnissen, die wir haben, dürfte das kein Problem sein. Wir haben kaum bis wenig Wind aus Nordwest. Das ist zwar prinzipiell die falsche Richtung, aber nachdem so wenig Wind ist, dürfte das hoffentlich kein Problem sein. Es wird vermutlich auch die nächsten Tage bei der Adria-Überquerung, die nachher folgt, relativ wenig Wind sein. Ja, das Wetter bei uns ist zum ersten Mal so richtig schön sonnig. Es ist zwar nach wie vor relativ frisch hier im Boot herinnen, also frisch ist relativ natürlich, hier im Boot herinnen hat 17 Grad, das heißt, wir werden eine Außentemperatur von 12 bis 14 Grad haben, vermutlich derzeit. Ja, die Stimmung ist gut. Dann machen wir einen kurzen Blick ins Cockpit. Ansonsten haben die Reisen, also die Afrika-Reisen, am meisten 19 Tage. Ja, da wird heftig diskutiert über alles Mögliche. Schauen wir mal. Ja, Hitler, Steuermann, der Oberbootsmann, Alex auch da. Und da auf der anderen Seite haben wir den Hannes. Ja. Und der André ist auch da. Wir haben noch einen Blick aufs Meer. Da hinter mir ist, da öffnet sich die Straße von Otranto. Das ist der letzte Zipfel von Italien da unten. Und wenn man in die andere Richtung schaut, sieht man hier einen schönen Blick auf das Ionische Meer. Soweit das Auge reicht. Irgendwo da hinten ist dann Griechenland. Also wir würden eh lieber nach Griechenland fahren als nach Kroatien, aber ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal.